Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, in einem Tempel mit ein bisschen Zeug. Die Kombination war übrigens links-rechts und hier gibt's keine Kombination, guck mal. Zweikampf 2, alte Steintafel und eine violette Steintafel. Hey, das sieht gut aus. Die suche ich doch die ganze Zeit schon. Und hier rechts-links, genau gespiegelt, ein paar wertvolle Dinge, okay. So, ich habe gerade eine violette Steintafel gefunden. Die würde ich mir dann doch gerne mal anschauen. Kann ich die denn lesen? Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademus für alle Zeiten im Tempel verrottet. Armer Rademus, würde ich mal sagen. Und mir fehlen 10 Mana. 10 Mana? Echt? Das Licht kostet 10 Mana. Verwundert mich, glaube ich, jedes Mal, oder? Weil ich jedes Mal denke, es kostet nur 5. Nee, warte mal. Hä? Warum fehlen mir 10 Mana? Habe ich irgendwie... Hä? Zweimal gezaubert? Keine Ahnung. Egal. Ich futter einfach mal 2 Blauflieder. Und dann fehlen mir noch genau 13 Lebenspunkte. Fülle ich mal 15 auf. Dann bin ich den Fisch los. So. Das hier wäre erledigt. Eine andere Möglichkeit, darüber zu kommen, die ich mir noch überlegt habe. Ne? Letztes Mal, erinnert ihr euch, hatte ich ja gedacht, hier mit Akrobatik rüber zu kommen. Allerdings stelle ich mir die Frage, wie zum Henker komme ich da zurück? Kann ich da vielleicht von dem Teil der Brücke auf den Teil rüberhüpfen? Das könnte sogar sein, dass es geht. Also gut, klar. Die Lazy-Variante darüber zu kommen, wäre natürlich Cheaten. Das will ich aber nicht. Ich möchte einfach mal schauen, was ich hier so an Zaubern habe. Habe ich hier vielleicht irgendwas, was mich... Windhose. Mit Windhose kann ich aber, glaube ich, nicht schweben. Nee, schade. Phantom Blutfliege zum Beispiel, hätte ich mir noch überlegt, hätte klappen können. Dass ich dann vielleicht irgendwie hier so hochfliege und mich dann drüben wieder zurückverwandle. Oder vielleicht einfach von da oben mich rüberstürze und den Schwung ausnutze, während ich runtersacke, um rüberzukommen. Das wäre vielleicht eine Idee, die ich mal ausprobieren würde. Vor allem, weil es im Gegensatz zu Akrobatik natürlich keine Lernpunkte kostet, die ich für meine Magie gerne hätte. Ich glaube, den Plan verfolge ich mal, ja. Wenn ich zurück bin bei den Magiern, werde ich mal Ausschau halten nach Verwandlung Blutfliege. Und das hier sieht mir doch wie ein Versteck aus. Wie ein sehr gutes Versteck. Deshalb schaue ich doch mal, was es hier so gibt. Und aha, schau mal einer an. Hier gibt es tatsächlich Dinge. Zumindest ein paar Pflanzen. Aber wenn ihr mich fragt, ist das der Hinweis dafür, dass da noch mehr sein könnte. Zum Beispiel eine Höhle. Wer sagt's denn? Als hätte ich's geahnt. Aber nee, tatsächlich wusste ich das nicht. Tatsächlich muss ich in dem Fall sagen, ich war hier noch nie. Ich habe zwar das Spiel schon mehrfach durchgespielt, aber hier in dieser Höhle war ich, glaube ich, noch nie. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Geht's da weiter? Sieht so aus. Erstmal die Truhe öffnen. Dreimal links, zweimal rechts, dreimal rechts, okay, dreimal links, dreimal rechts. Silberner Ring, Fisch, ein Apfel und ein Handkampf. Okay, gut, einen Handkampf brauche ich zwar nicht wirklich, aber was soll's. Schnapp ich mir das doch mal eben. Wo ist es denn? Da. Nee, aber was ich essen will, auf jeden Fall jetzt sofort, ist der Apfel. Denn ich weiß, ich brauche nicht mehr allzu viele Äpfel für Stärke. Es können nicht mehr allzu viele sein. Vielleicht noch 2 oder 3. Das klingt hier nach Minecrawlern. Ja! Minecrawler! Sehr schön. Nichts zu holen. Der einzige? Nur einer? Nur ein einziger. Schade. Eine Sprolle. Die gucke ich mir an. Ich weiß gerade, wie sie aussieht. Das war sowas Gezacktes. War das eine Windhose? Nein, Windfaust. Windfaust könnte es gewesen sein. Ja, das könnte es gewesen sein. Müsste es sogar gewesen sein. Cool. Windfaust. Keine Ahnung, was es tut.
Würde ich mal bei Gelegenheit gerne ausprobieren. Wobei das Problem ist ja, ich brauche ja, wenn mir ein Zauber gefällt, um mir eine Rune zu machen, eine Spruchrolle davon. Und naja, solange ich nur eine Rolle habe, lohnt sich es halt nicht, das auszuprobieren, weil bis ich dann eine zweite finde, habe ich wahrscheinlich eh wieder vergessen, dass genau diese Zauber ziemlich cool war. Von daher würde ich mir das Ausprobieren einfach mal aufheben für die Spruchrollen, die ich tatsächlich doppelt habe. Ich brauche hier mal 5 Blauflieder, weil ich keinen 25er Mana-Trank habe. Nun denn, hier gibt es leider auch keinen Weg darüber zu der Ruine. Schade, aber ich merke mir hier auf jeden Fall, dass das hier gehen könnte. Dass ich hier noch hin muss, sagen wir es mal so. Ich will gerade mal einen Blick hier werfen, wie das hier aussieht. Wo wäre denn hier die beste Stelle? Die beste Stelle wäre hier irgendwo. Na, hier so. Okay, das sogar noch ein bisschen vor, kann ich da. Ja, von hier ungefähr könnte das relativ gut funktionieren. Und zwar genau da in diese Richtung. Wisst ihr was? Ich bin einfach mal mutig und probiere das Ganze mal aus. Was soll's? Ne? Man lebt ja nur einmal. Hey! Wie gut ist das denn? Das hat geklappt. Ich habe zwar massig Fallschaden gekriegt und da ist so ein dämlicher Steinwächter. Heimlich mal. So. Meine Güte, mache ich gerade Schaden. Ist ja übel. Das war aber Glück, oder? Nee, krasser Scheiß. Nicht zu plündern. Wie ich gerade abgehe. Nicht zu plündern. Oh mein Gott, das hat sich ja sowas von gelohnt. Hier ist ein magischer Bogen. Und magische Pfeile. Und Trank. Magischer Bogen. Was tut der magische Bogen? Das will ich doch jetzt gerne wissen. Wo sind denn meine Bögen? Da, Feuerpfeil. Feuerbogen macht 100 Schaden. Der magische Bogen... Nee, Blödsinn, der Feuerbogen macht 50 Schaden. Der magische Bogen macht 100 Schaden. Braucht aber 50 Geschicklichkeit. Ich habe noch nicht mal die 25 Geschicklichkeit für den Feuerbogen. Da muss ich noch ein paar Geschicklichkeitstafeln finden. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sogar schon welche. Aber dafür muss ich erstmal die zweite Sprachstufe lernen. Was ich definitiv sofort nehmen möchte, ist der Zweihandkampf. Wo ist er denn? Zweihand, Armbrust, Geschick, Lebensenergie, Magie, hier unten. Zweihandkampf plus 2. Damit habe ich jetzt 51% Chance auf fett extra Schaden. Ich sammle hier erstmal alles ein, bevor ich mich an das Kreuz mache. Und ich habe leider immer noch nicht geklärt, wie ich zurückkomme, ne? Achso, doch, genau. Meine Vermutung war ja auf die Brücke rüberhüpfen. Gut, ich hoffe... Nee, was heißt ich hoffe? Es hat geklappt. Ich habe hier einen legalen Sprung gemacht nach den Regeln des Spiels und es hat funktioniert. Da brauche ich nichts zu hoffen, dass ich hier gerade nicht gecheatet habe oder mich durchgeglitscht habe. Nee, nee, das passt schon. Schwarzes Erz, was ist das denn bitte? Das schaue ich mir gleich an, wenn ich hier mal durch bin und hier alles eingesammelt habe. Massig Snapperkraut finde ich gut. Damit kann ich rennen und sprinten. Die Beeren sind halt ein bisschen langweilig. Kann halt nichts. Okay, da drin ist noch ein Gebäude, also da ist noch das Innere von der Ruine da hinten. Da gehe ich auch gleich hin. Aber zuerst möchte ich wissen, was es hier drüben gibt. Das ist ja hier gegenüber von dem Weg zu der Goblinhöhle. Hatte ich aber beim Rüberlaufen schon gesehen, dass es hier auch so einen Weg gibt. Aber okay, da geht's nicht weiter. Jedenfalls nicht ohne runterzufallen. Und darauf habe ich dann doch keine Lust. Also dann würde ich mal hier sagen, ein letzter Blick in dieses Gebäude hier, in das ehemalige Gebäudeinnere, beziehungsweise in dieses ehemalige Gebäude. Okay, dann gibt's hier nur noch die Truhe. Rechts. Was? Ich habe keine Dietriche mehr. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Verdammt! Das erste war rechts und das zweite weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
mich gerade voll rausgebracht, dass es da nicht weitergegangen ist. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erfahrung? Echt? Kriege ich immer Erfahrung, wenn ich sowas ausgrabe? Weiß ich nicht. Eine grüne Steintafel. Die dritte Falle von Quahutron erbaut. Und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Genau. Aber eigentlich wollte ich diesen leichten Fisch. Hey! Drei Dietriche! Was habe ich gesagt? Das erste war links, ne? Na, zu weit entfernt. Nein, es war rechts, verdammt! Zweimal rechts. Und dann. Okay, zweimal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Und dann zweimal. Okay, zwei rechts. Eins links, zwei rechts. Nein, drei rechts. Links. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Truhe? Die will ich jetzt aber öffnen. Also, ich muss mir das mal aufschreiben. Die Kombination war rechts, rechts, links, rechts, rechts. Ich glaube dreimal rechts und dann links, ne? Wenn ich es richtig sehe. Was? Ach, ich bin doch ein Depp. Ich bin doch ein Depp. Wie konnte ich das denn bitte verkacken? Hä? Rechts, rechts, links, rechts, 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 links, links. Ach so! Okay, krass, das wusste ich bisher noch nicht. Da habe ich gerade was sehr Interessantes rausgefunden. Erstmal hier Rubinklinge, aber leider Einhänder. Und zwar, normalerweise, wenn es schief geht, fängt man ja wieder von vorne an mit der Kombination. Und gerade habe ich ja aber nichts zu holen. Quasi von mir aus aufgehört. Und dann habe ich mit rechts angefangen, weil rechts war ja der Anfang mit der Kombination. Und es war einfach falsch, weil das Schlossknacken einfach an der Stelle aufgehört hat und an der Stelle weiterging, wo ich aufgehört habe. Das heißt, um hier, also wenn man ein Schloss aufhört, mittendrin zu knacken, dann geht's wirklich nahtlos dort weiter. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe springen gesagt, nicht vorwärts laufen übrigens. Nur mal so nebenbei. Aber gut, deswegen habe ich ja gespeichert. Genau, und dann, wenn man dann aufhört, ein Schloss zu knacken und dann weitermacht sozusagen, dann kommt man. Dann macht man. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ich stand oben. Ich drücke jetzt mal rückwärts, um da nicht runterzufallen. Okay, das funktioniert immerhin. Ja, dann überschreibe ich den Speicherstand hier mal. Nicht, dass ich ja nochmal beim Laden irgendwie verzweifle. So. Und hepp. Okay. Das funktioniert auch nicht. Oh oh. Habe ich mich hier gerade ausmanövriert? Komme ich da nicht hin? Komme ich da nicht wieder zurück? Kann ich vielleicht von irgendwo anders abspringen? Von da oben? Nee. Oh oh. Ich hoffe mal, ich habe mich hier nicht verrannt. Und zwar hoffe ich das ausgiebig, dass ich mich hier nicht verrannt habe. Denn sonst habe ich ja echt ein Problem. Komm da nicht mehr rüber. Vielleicht mit Anlauf. Du bist so mit Anlauf. Könnte ja sein, dass das klappt. Nee. Okay, das funktioniert nicht. Aber apropos Anlauf, mir kam da gerade eine Idee. Ich habe hier gerade massig Snapperkraut gefunden. Und vielleicht geht's ja besser, wenn ich ein bisschen sprinte. Ne? Schwarzes Erz, Wirkung unbekannt. Achso, das ist zum Essen? Okay. Na, das muss dann doch nicht sein. Snapperkraut hier. Zack, und los geht's. Und hepp. Wie, ernsthaft? Du bist in der Luft langsamer? Och nö. Wie komme ich hier zurück? Ich bin verzweifelt. Was tue ich hier? Warum? Warum bin ich hier rüber? Verdammt. Was ist hier drüben denn der tiefste Punkt? Ein bisschen weiter rechts sogar, ne? Vielleicht kann ich von hier aus. Ne? Von da vorne, meinte ich. Ist da? Kann ich da runter auf die Spitze?
oder rutsche ich da ab? Das scheint nicht zu klappen, okay. Dann würde ich hier ein kleines bisschen da so. So, und hepp. Och, Menü. Das kann doch nicht sein, dass man hier hinkommt ohne Akrobatik, aber dann nicht mehr zurück. Och nö, ich will nicht cheaten. Und vor allem, es wird sich dann so anfühlen, als hätte ich alles, was ich hier gefunden habe, nur durch Cheats gekriegt. Das war blöd. Okay. Das lohnt sich also auch nicht. Wisst ihr was? Ich kürze das Ganze hier mal ein bisschen ab. Also jetzt nicht das Spielen. Nein, nein, ihr dürft natürlich durchaus meine vielgeschlagenen Versuche sehen. Sondern ich speichere hier mal auf den ersten Slot, damit ich da nicht jedes Mal runterlaufen muss. Das Ganze anders auszuwählen. So, kann ich denn hier vielleicht drüber hüpfen, ne? Hier scheint auch eine ganz gute Stelle zu sein. Da drüben so. Weißt du? Mal ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Und hepp. Nein! So knapp. So knapp. Hä? Was? Okay. Ah, so knapp. Wie zur Hölle komme ich da wieder zurück? Ist das wirklich so gedacht, dass man hier nur mit Akrobatik hinkommen soll? Und wenn ja, dann ist es aber schlecht gemacht, weil man hier auch ohne Akrobatik hinkommt. Und ich frage mich, warum ist das so gemacht, dass man nur mit Akrobatik wieder zurückkommen kann? Oder vielleicht täusche ich mich ja auch. Kann ich denn da... Nope, da rutsche ich ab. Oh Mann. Nö, das klappt so auch nicht. Dann nochmal in diese Richtung. Aber... Sekunde, was? Nee, nochmal in diese Richtung, aber... Ganz zum Ende. Aber statt weiterzulaufen... Hier scheine ich ja tatsächlich am höchsten Punkt irgendwie zu sein. Ah, das wird wohl nicht klappen, nee. Von hier aus könnte es, glaube ich, eher klappen. Ich probiere das mal. Hep! Und... Ach, herrje. Schön. Wie er einfach ewig runterrutscht, bis er umfällt. Ach, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie komme ich da zurück? Kann ich vielleicht auf eine Säule oder ein Gebäude hochklettern? Das mit der Säule hatte ich mir vorhin schon überlegt, hab's dann aber doch nicht gemacht. Ich probiere das mal eben aus. Vielleicht klappt das ja. Tja, so viel dazu, ne? Tja, das hat ja wunderbar funktioniert. Oh mein Gott, das klappt ja ausgezeichnet, klappt das. Ah, okay, jetzt weiter. Nein. Okay. Na. So, und? Ach, komm schon. Na, okay, das wird nichts. Mit der Säule wird das nichts. Die Gebäude stehen alle zu weit hinten. Ich guck mal auf die Karte. Wo bin ich denn hier? Ich bin da unten. Über die Berge klappt wahrscheinlich auch nicht, oder? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, dass ich irgendwie hoch kann. Vielleicht über das Gebäude oder so, hm? Ich probiere das mal eben aus. Ich muss doch hier irgendwie zurückkommen. Kann doch nicht sein. Sonst bin ich doch hier gefangen. Und so. Na komm. Ach. Ah, Feuernässe. Guck mal. Fast übersehen. Och, Mann. Klettert doch mal da hoch. So, jetzt hoch mit dir. Oh, Junge. Okay, ich komme da nicht hoch. Das wird so nix. Komme ich von der Seite vielleicht hoch? Ah, das sieht doch gut aus. Und dann hier rüber, genau. Ja, sehr schön. So muss das. Dann müsste ich jetzt hier hoch. Und jetzt war so die Idee, dass ich da irgendwie rüber kann, aber... nee. Irgendwie sieht mir das nicht danach aus.
Tja. Wie komme ich da zurück? Das ist ja gemein. Dass man hier hinkommt, aber nicht mehr zurück. Sag mal. Kann doch nicht sein. Ich war, guck mal, Greg kam ja auch irgendwie her, um hier sein Kreuz zu machen und Dinge zu verbuddeln. Der kam ja auch irgendwie zurück. Oder hatte der dann damals noch die Brücke? Weiß ich nicht. Komm ich da hoch? Ah, okay. Ich probier's mal hier. Das sieht so aus, als würde ich darauf laufen können. Na, sieht nur so aus. Okay, kann ich nicht. Tja, dann bin ich hier ein bisschen überfragt. Erstens mal, komme ich jetzt zurück ohne Feeds? Und zweitens mal, wenn nicht, tja, was tue ich dann? Cheat ich mich zurück? Oder habe ich das hier halt nicht? Muss ich drüben wieder was laden, einen alten Spielstand. Das Problem ist halt, ich werde hier wahrscheinlich nie wieder herkommen. Andererseits, okay, so viele tolle Sachen waren es ja eigentlich auch nicht. Der magische Bogen ist schon ziemlich geil, zugegeben. Aber ich bin halt echt kein Bogenschütze, ne? So richtig viel bringt der mir auch nicht. Vielleicht muss ich hier ein bisschen schräg springen, kann das sein? Da so hin. Nee, das macht den Weg nur länger. Wobei, das hier dürfte so ziemlich die optimale Ausrichtung sein. Ich probier's mal eben nochmal. Ja, ich probier's mal nochmal. Genau. Mhm. Nee, das hat doch super geklappt. Ich bin begeistert. Das passiert immer dann, wenn ich springe und nach vorne drücke. Was ich halt natürlich instinktiv tue, weil ich nach vorne fliegen möchte in der Luft. Aber irgendwie macht er dann gefühlt einen Minischritt nach vorne, bevor er losspringt. Und das macht dann halt, weil er so direkt an der Kante steht, den Sprung kaputt. Ich probier's mal nochmal. Von hier aus. Hep und drück erst in der Luft nach vorne. Ne. Ne, das wird so nix. Ich bin verzweifelt. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, ich nehme erstmal keine neue Folge auf und ihr dürft dann gerne in den Kommentaren abstimmen, ob ich mich hier zurückfeeten soll, ob ich mich hier weiter abplagen soll oder ob ich einfach einen alten Spielstand laden soll und das Ganze hier drüben einfach mal sein lassen. Das Ärgerlichste wäre halt eigentlich die Erfahrung von den Steinwächtern. Das ist das, was mir am meisten wehtun würde, muss ich sagen. Weil alles andere ist halt irgendwie, ja, Geld und Zeug. Brauche ich nicht wirklich. Geld habe ich genug, Zeug habe ich eh mehr als genug. Das Einzige, was ich wirklich vermissen würde, wäre die Erfahrung. Keine Ahnung. Wie komme ich wieder zurück? Meine Güte. Das muss doch gehen. War denn der Stein? Hier war der Stein. Das sah mir auch noch an der guten Stelle aus. Ein letzter Versuch für heute, ein allerletzter Versuch. Moment, kurz schauen. Ja, was sieht darüber? Oder? Nee, komm, ab nach vorne, an die Ecke. An die Ecke. Und dann, was ist der kürzeste Weg? Das dürfte so ungefähr der kürzeste Weg sein, bisschen links. Und hepp. Nee, okay, das klappt nicht. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr hoffentlich euch geeinigt habt, was ich tun soll. Wie gesagt, zur Auswahl stehen. Rüber cheaten oder alter Spielstand. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.